Herzlich willkommen zurück zu einem nagelneuen Part von Super Mario RPG. Zuletzt hatten wir hier natürlich im Palast Bericht erstattet und hatten Mallow kennengelernt. Jetzt helfen wir ihm und wollen ihm seine Grosche wieder zurückbringen. Deswegen gehen wir hier zum Diebespfad. Da ist er auf jeden Fall schon mal. Da ist er! Das ist der Kerl, der die Grosche hat. Sicher! Im Sack. Los, Mario, auf ihn! Was willst du denn? Sahneklecks. Nicht mal als unschuldiger Räuber hat man hier seine Ruhe. So, und dann haben wir hier direkt die Möglichkeit, in den nächsten Kampf zu stürmen. Deine Blütenpunktkonto gilt nicht für eine Person alleine, sondern fürs gesamte Team. Oh nein! Kommt aber manchmal gut. Plane also klug, welche Spezialtechniken angegreift oder zum Heilen benutzt werden. Manchmal begegnest du Monster oder Gegner, die stärker erwirken. Gilt es dir, so einen Gegner zu besiegen, erhältst du extra viele Münzen, Erfahrungspunkte und sogar Froschgroschen. Hey, da waren wir gerade unvorbereitet und hatten uns treffen lassen. Gut, dann würde ich mal sagen, wir fangen direkt mit dem hier an. Und ich bin nicht so gut mit dem Hammer aktuell noch. So, Mallow, was kannst du? Fangen wir hier mal mit dem Gummi an. Das hat geklappt. Auch mit dem Abwehren. Naja, nicht so wirklich. Man merkt, dass es vielleicht ein bisschen schwierig gerade wieder ist. Jetzt hat es aber geklappt. Und jetzt weg mit dir. Da waren wir noch. Oh. Wollte gerade sagen, da war gerade eben noch eine Froschmünze oder Froschkröte, die wir gerade eben einsammeln konnten. Und ich würde mal sagen, wir machen mal. Wir nutzen mal hier unsere neue Attacke, den Feuerball. Drücke wiederholt A. Na, mal gucken, ob ich das so gut kann. ...131. Auf jeden Fall sogar anfällig. Und wir haben 3 Erfahrungspunkte, ein paar Münze und eine Froschkröte. Grosche bekommen. Und ein Item noch oben drauf. Und zwar ein Pilz. Das ist schön und gut. Dann können wir mal gucken, wie es hier weitergeht. Hier haben wir noch einen Dorni. Ich würde mal sagen, unser erster Augenmerk liegt hier hinten auf diesem Froschhart. Weil der kann ekelhaft spucken. Das war gut. Was hast du eigentlich für Techniken? Blitz, Gewitter und Gedanken lesen. Erfahre, wie viele KP ein Gegner hat und drücken von A für weitere Geheimnisse. Okay. Wir machen mal hier das Blitzgewitter. Trifft alle Gegner mit dem Strom. Drücke einmal kurz vor Ende des Gewitters A. Gut, dann. Da haben wir es schon. Aber zieht halt Blütenpunkte. Dafür, dass wir Erfahrung bekommen. Ah, Honigsirup als Item gewonnen. Das ist schön. Damit können wir nämlich unsere Blütenpunkte wieder auffüllen. Ey, die greifen wir direkt schon an. Gut, dann versuchen wir mal hier. Versuchen wir den starken Feind als erstes mal mit Mario rauszuhauen. Und hier versuchen wir einfach wieder mit dem Blitzgewitter, was nur 2 BP gebraucht. Okay, das ist gut.
So. Und damit haben wir die alle schon wieder. Und da war sogar noch eine Froschgrosche. Lief doch gut. Aber wir haben nur 2 Erfahrungen bekommen. So, hier oben haben wir noch einen Dorni. Eigentlich Stachy. Aber hier in dem Spiel heißen die halt Dorni. Und ein Froschhart. Ich würde mal probieren, den Froschhart wieder als erstes rauszunehmen. Und dann wieder mit dem Blitzgewitter nachzusetzen. Bin gerade ein bisschen verschwenderisch, aber... Ja, komm. Hat doch geholfen. 3 Erfahrungen. Gucken wir mal, ob wir den Dieb irgendwie... Hier haben wir noch was zum Speichern. So. Schon mal gut. Immer wenn ein Speicherpunkt ist, versuche ich das. Da haben wir den doch wieder. Ja, schon wieder. Gut euch... Gut, dass euch Sachen bin. Ich bin nicht gut beim Vorlesen gerade heute. Gut, dass eure zarten Beinchen nicht zum Springen gut sind. Da unterschätzt du Mario. Oh, okay, dann müssen wir halt die Blume nochmal nutzen. Kennen wir schon von vorhin. Und wir haben hier ein Geheimnis. Okay. Wir haben hier... Was sind das? Ratten? Ganz komisch. Hundelich sind das. Okay. Krass. Einer davon ist auf jeden Fall stark. Und hat uns die Kombo vermiest. Probieren einfach mal, den erstmal so rauszubekommen. Oje, was ist denn das passiert? Mario zittert. Das ist ein Statuseffekt, aber... Nee. Ja. Man kann hier Statuseffekte bekommen. Und dadurch machen wir halt weniger Schaden. Das ist nicht schön. Gut, dann nutzen wir doch nochmal das Blitzgewitter. Oh, Mario. Komm, den kriegst du hin. Der war doch eigentlich fast durch, dachte ich. Gute Mellow, dann mach du... Ach, der war der Stärkere, stimmt. Ja, da war ja was. Dafür bekommen wir sogar noch Froschgrosche. Da ist eine Münze oben, okay. Ist hier sonst noch irgendwo was? Dann versuchen wir hier einfach... Hier ist aber... Hier muss doch irgendwas sein. Da war was. Ein Sumpf. Smoothie, okay. Was bringt er denn? Shit KP ist der Gruppe komplett wieder her. Okay. Oh, ich sehe gerade, meine BP sind komplett aufgebraucht. Dann können wir hier mal das Blumenset benutzen. Erhöht die BP um 3 und tut gleichzeitig die Blütenpunkte auffüllen. Deswegen ist es manchmal sinnvoll, das aufzuheben. Weil dann spart man sich einen Honig. Ja! Wie oft denn noch? Aber macht euch keine Hoffnung. Mich kriegt ihr... Schleichgebrüder nie. Was für eine Wortwahl.
Gehen erstmal hier herum. Oh, da ist ein Gummer. Gut, dann wollen wir mal weiter unsere Kombi verfeinern. Das sieht schon mal gut aus. Mello. Macht den Rest. Wir haben eine Kombi von 13 mittlerweile. Dafür bekommen wir auch nur 2 Erfahrungen. Schade, aber okay. Da wartet er schon ab. Und feed einfach. Okay. Und hat dann durch. Gut. Da ist noch ein Donny. Wir nehmen viele Gegner mit. Um so gut wie möglich unsere Anzeige unten voll zu bekommen. Ich würde mal einfach hier wieder versuchen, diesen Froschhart wieder rauszunehmen. Und du nimmst einfach wieder das Blütengewitter. Jawohl. Kommen wir 15. Kampfanzeige ist auf 79 hoch. Und wir haben ein Level Up erreicht. Für Mellow. Level 3. KP-Regen hat er erlernt. Das ist doch schon mal was Schönes. Und da er aktuell mehr Magie einsetzt, würde ich auch die Magie mal ein bisschen... Hat mir, glaube ich, zuletzt schon erhöht. Ich würde mal sagen, wir machen mal hier ein bisschen den normalen Angriff. Du kannst bei Erkundung der Spielwelt mit Drücken von Y Spezialtechniken einsetzen, um dich zu heilen. Das ist sehr sinnvoll. Hier haben wir den KP-Regen, können uns entsprechend damit heilen. Den Punkt haben wir jetzt ein bisschen, okay. Mache ich auch mal. Mello war, glaube ich, durch das letzte Level abgeheilt. Deswegen haben wir jetzt Mario noch mal eben rasch geheilt. Aber dafür haben wir halt Blütenpunkte geopfert. Das war gerade guter Reflex. Besonders, weil dieser Donny heute mal ein starker Gegner ist. Aber dem zeigen wir, wer hier stärker ist. Angriff erhöht. Schön. Status-Effekt, was erhöht wäre, aber bringt gerade nichts. Und wir haben eine Froschgrosche wieder bekommen. Was wir damit einkaufen können. Wer weiß. So, da bist du ja wieder. Was da drüben ab? Das ist, hier ist nochmal ein Item, was wir bekommen könnten. Ich probiere einfach mal hier eine rauszuhauen. Ah, wir haben Action-Kommando vergeigt und damit unsere Combo vergeigt. Was ist denn jetzt hier los heute? So, machen wir hier kurz einen Prozess. Wir machen hier Gewitter. Du lebst noch. Jetzt haben wir wieder wenigstens eine Zweier-Kombo. Es passiert immer wieder, dass entsprechend unsere Kombos reißen. Muss ja einmal nur nicht abgewehrt bekommen oder halt einmal nicht treffen. Zumindest nicht das Action-Kommando. Deswegen ist eigentlich nicht so schlimm. Wir gucken, wie weit wir mal einen Rekord hoch pushen können. Aber erstmal gibt es noch ein Level-Up. Level 4 für Mario. KPs wurden gut gepusht. Ansonsten ein bisschen Abwehr, das ist auch schön. Magieschutz auch. Gut. Ich würde mal sagen, da Mario bei Magie ein bisschen wenig dazu bekommt, gleich aber auch bei Kraft, KP tut er ein bisschen gut zulegen. Ja, komm. Die paar extra KP können wir auch mitnehmen. Und da haben wir noch einen Pilz. So. Hier haben wir noch Donny, der uns ein bisschen stören möchte. Und unser Kampfanzeige ist fast voll.
Ich würde mal ausnutzen, dass wir gerade volle Magiepunkte haben, Blütenpunkte. Und einfach mal den direkt rausnehmen. Hat leider nicht geklappt. Okay. Dann halt nochmal mit dem Gewitter hinterher. Dann haben wir es hinter uns. So, komm zurück! Werdet ihr bezahlen für Nerven? Weiß ich nicht. Dabei hätte ich die Truhe doch nur zu gerne unter die Krallen gerissen. Tja. Dafür holen wir uns die. Oh. Da ist ein... Oh, was kommt denn hier jetzt? Da wäre ein Powerstern. So ein unklapplicher Stern gewesen. Toll, jetzt habe ich ein bisschen ausgereizt und dafür müssen wir wieder kämpfen. Also spätestens an dieser Stelle könnte man sich hochleveln, wenn man möchte. Aber langsam ist auch mal genug. Daneben. Oh. Das ist schön. Gut, Mellow. Mach mal kurz den Prozess, bitte. Ist zwar ein bisschen verschwendet. Was ich aber gerne noch bekommen möchte. Na, den Kampf wollte ich eigentlich vermeiden. Na gut, egal. Na komm, ich jetzt wieder weg. Abwehr vergeigt. Egal. Wir haben ja noch keine Kombi aufgebaut, deswegen. Ich will die Truhe da drüben haben. Dafür müssen wir das gut timen. Und wir sind da wieder in den Kampf reingesprungen. So. Abwehr konnten wir meistern, aber dafür haben wir die Kombi wieder zerrissen. Egal. Oje. Heuler. Kommt mir bekannt vor von Pokémon. Tut auf jeden Fall den Angriffspunkt und Verteidigung senken, denke ich mal. Aber sonst würden die nicht so extrem reinhauen. Ja, Froschkröte. Extra Zug. Nice. Dann tun wir hier den auch gerade rausnehmen und durch die Druckwelle. Und wir haben sogar noch einen extra Zug. Wow. Das kann auch passieren. Nice. Okay. Wir wollen aber hier. Das war, glaube ich, irgendeine Blume. Okay. So. Ja. Lasst einfach nicht locker. Ihr lässt es einfach nicht locker. Das Pack. Und obendrein ist dort vorne Sackgasse. Ich weiß, ich versteck mich einfach. Mit anderen Worten, wir haben ihn jetzt in die Ecke gedrängt. Wie gemein. Hat sich irgendwo verkrochen. Hör mal, Mario. Wenn wir ihn finden, dann versuch ihn am besten irgendwie von hinten an ihn reinzuschleichen. Das ist ein entscheidender Tipp. Denn was passiert, wenn wir entsprechend... Ach. Gut, wir können ja mal gucken, ob wir die Kombi noch mal ein bisschen hochbekommen.
Ich würde einfach mal sagen, ich nehme Froschhard ein bisschen angreifen, damit wir mit dem Gewitter wieder alle rausnehmen können. Super. Weg mit euch. Und wir haben sogar noch ein Level up für LaMelo. Level 4. So, hier wäre auch die KP-Maß sinnvoll, weil hier bekommen wir eine höhere Rate zum Erhöhen. So, wir gucken mal, wo er steckt. Ah, da ist er hinten. Da haben wir dich. Gah, seid ganz schön hell, ihr zwei. Aber ich bin heller. In dem Tempo braucht ihr 100 Jahre, bis ihr mich schnappt. Was passiert nämlich, wenn wir von vorne kommen? Ach, ihr wollt mich schnappen, wie? Aber nicht mit mir. Er haut direkt ab. Deswegen müssen wir gucken, dass wir ihn von hinten erwischen. Ja, ganz schön schnell, ihr Zweit. Aber ihr braucht mindestens 50 Jahre, um mich besser schnappen zu können. Ja, mal gucken, ob wir das nicht... Top. Ah, gut. Jetzt hat er sich gerade umgedreht. Haha. Eingelegt. Ach, ganz schön sensationell, ihr zwei. Aber ihr braucht noch... ist gut, ist gut. Gib dich geschlagen. Und gib meine Grosche her. Na schön. Na sowas. Ich hab was anderes für euch. Und zwar Backpfeifen. Ja klar. Das werden wir sehen. Wir haben theoretisch die Tothilfe verfügbar. Ich würde mal sagen, wir fangen einfach mit ein paar einfachen Feuerbällen an. Das glaube ich auch am effektivsten. Perfekt sogar. Und da brennt sogar sein Schweif. Das ist doch optimal. Weißt du was? Gewitter kommt noch hinterher. Er löscht seinen Schweif. Ich habe das Action-Kommando vermiest. Schade. Auch wieder. Egal. Das haben wir wenigstens abwehren können. Konnten ihn zwar abwehren, aber haben dennoch Schaden erlitten, okay. Weißt was? Du erleidest einfach nochmal ein bisschen Feuerschaden. Zwar nicht perfekt, aber besser als nichts. Und ich würde was sagen, noch ein Gewitter kommt auch nochmal hinterher. Du dummer Schnuppernass, gib her! Ja, Frechheit! Das zahle ich dir heim! Behalt doch eure blöde Grosche! Arrivederci! Ja, hurra! Ein bisschen EP haben wir dennoch bekommen. Eine Blutenkapsel. Das ist doch schon mal etwas. Endlich habe ich Opas Grosche wieder. Die eigentlich aussieht wie eine ganz normale Grosche. Aber okay. Ach, bin ich froh. Danke, Mario, für deine Hilfe. Oh, was glitzert da? Ne, du? Schau mal. Der Krokoschuft hat da was glänzenden. Doch was Geldbeutel liegen lassen. Huch. Geldbeutel gefunden. Ich muss jetzt dringend zurück zum Laden. Zum Palast.
Wir können doch die neue Weltkarte einsetzen, um blitzschnell zum Palast zu reisen. Geht das? Nicht hier. Nicht hier. Achso, das war auch Plus. So, Weltkarte. Ah, Palast. Gut, dann... Läden? Okay, was ist denn mit Y? Ah, man kann jetzt sehen, welche Läden das sind. Okay. Hierhin. Geschwind! Wie ein Blitz. Was ist denn hier los? Hopsling. Okay, das Kämpfen geht anscheinend weiter. Aua, das hat weh. Aua, wir werden hier komplett vermöbelt. Wir machen auch wenig Schaden, das ist blöd. Ich habe mir wenigstens einen von diesen. Aber wir können das irgendwie nicht ab... Warum können wir das gerade nicht abwehren? Oder bin ich zu dumm dafür? Mellow ist auf jeden Fall... Daneben? Was? Oh. Der Hoppling hat auch Blutpunkte und hat keine mehr. Für seinen Angriff. Perfekt für uns. Und weg ist er. 3 Erfahrungspunkte. Danke, Mario. Ich wollte ja weiter noch komische Gestalten spähen, aber da hat irgendwie es erledigt. Hier, das ist für dich. Ein 10er, nice. Was geht denn hier vor? Bitte Betrag abzuzahlen, abgezählt hinterlassen, Ladenbesitzer. Hey, was ist denn los? Was? Der hat anscheinend so viel Angst. Okay. Ich glaube, wir müssen hier noch ein paar Kämpfe beschreiten. Aber ich würde mal sagen, wie es hier weitergeht, würden wir dann in der nächsten Folge sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen und wir müssen halt gucken, dass wir die ganzen Hüpflinge wegbekommen. Bis dahin, ciao mit eurer Quest-EP und haut rein. Ciao.